ein Jahr feiern wir. Und ich glaube, da schmeißen wir einfach den Grill drauf an. Und den Grill schmeißen wir an und trinken Eierlikör. Und trinken Eierlikör. Weil Ostern ist. Trinken wir Eierlikör. Trinken wir ein Eierlikör. September we met. I can tell by your smile. Hi. Willkommen im Blockhaus. Wieder mit dabei Luna. Und diesmal wieder im Blockhaus meine Mama Annemarie. Ja, warum sitzen wir denn hier? Wir haben ja Ostern, also frohe Ostern, aber wir haben ja noch einen ganz besonderen Tag. Was für einen Tag haben wir denn heute am 12. April? Am 12. April ist der schönste Tag meines Lebens. Da haben wir unser Elektroauto bekommen. So möchtest du den feiern? Ja, also ich finde das ganze Jahr wunderschön. Also ich bin da so gerne mitgefahren. Und ich fahre immer noch gerne damit und werde mein Leben lang damit fahren, denn ich möchte nichts anderes wie nur Elektroauto fahren. Ja, wie kommt das denn? Also wir haben ja schon der Umwelt zuliebe. Ich mache das auch der Umwelt zuliebe. Ich werde Imkerin und ich bin total umweltbewusster geworden. Und durch das Elektroauto, denkst du, das ist so gekommen, dass du einfach in gewisse Dinge anders jetzt bedenkst? Ganz anders denke ich. Ich denke an die Natur, an diese Umwelt, also von allen drum und dran. Und es ist keine Mühe, es ist nur schön, das zu fahren. Du bist ja jetzt auch seit einem Jahr nicht mehr an einer normalen Tankstelle gewesen. Nee, gar nicht. Vermisst du diese? Ich vermisse die nicht. Du gehst ja an eine Ladesäule. Und die Story haben wir ja nie erzählt und werden wir heute auch nicht erzählen, aber bezüglich Ladesäulen, was würdest du dir da anders wünschen? Oder sagst du dir, für dich reicht es aus, die eine Säule? Wir fahren immer eine spezielle Ladesäule an und wir haben ja zu Hause die Möglichkeit, über die PV-Anlage zu laden. Oder du möchtest ja auch gerne mal längere Strecken fahren und da hast du ja schon häufiger mal mit 7 Kilometern Restreichweite. Da hatte ich ein bisschen Angst, aber ich habe trotzdem, ohne dass ich es wusste, das Richtige getan. Ich habe gedacht, fahre schön langsam, du kommst ans Ziel und so Gott mir helfe, komme ich auch an eine Säule. Und ich hatte noch genau, es war schon am Hupen, aber ich bin noch bis zur Säule gekommen und habe dann vollgetankt. Es war gar nicht schlimm, bloß die weite Strecke, muss ich sagen, da war ich noch nicht so bekannt mit der Säule und da hatte ich sehr viel Schwierigkeiten. Es war so, dass die Säule besetzt war, ohne dass jemand tankte. Und ich brauchte die und wusste keine andere. Was hättest du dir da denn gewünscht? Also wir haben schon mal in einem Video vorher, hatte ich ja mal Ladeknigge. Was hättest du dir in dem Moment, als du vor dieser besetzten Ladesäule standst und da hat niemand geladen? Da hätte ich eigentlich den Besitzer des Autos mir gewünscht. Den Besitzer des Autos. Ausrufen, anrufen. Anrufen und so. Aber ich habe mir geholfen. Ich bin zum Rathaus gefahren. Und da, weil ich das unbedingt laden musste, weil ich wieder nach Werlte wollte, und da habe ich gesagt, es tut mir sehr leid, aber da steht jemand an der Ladesäule. Ich hatte die Nummer alles aufgeschrieben. Da steht jemand an der Ladesäule und lädt nicht. Denn so viel weiß ich ja, wer lädt und nicht lädt. Und da, ich muss die Polizei anrufen. Da waren die sehr erstaunt. Aber sie sagen, das brauchen sie nicht. Wir rufen das Ordnungsamt an. Und da haben die wohl das Ordnungsamt angerufen und dann sagen sie, sie können losfahren, zur Säule fahren. Und da bin ich da auch hingefahren und da fuhr der Mann gerade weg und das war ein Arbeiter von dem Hotel. Sagt er, hier kann ich kostenlos parken. Ich sage, aber das ist nicht die feine Art, so eine Ladesäule zu besetzen. Denn die wird einfach benötigt. Es waren in reinem Meer, bloß ich wusste nicht so viele. Aber dann hat es doch geklappt und war alles in
Ganz kurz, man muss dazu sagen, meine Mutter ist nicht so handyaffin. Mit über 70 hat sie sich das nicht mehr aneignen wollen und muss es ja eigentlich auch nicht. Aber in Notsituationen muss man sich dann doch schon zu helfen wissen. Wenn man eben nicht einfach ein Handy hat oder eben nicht weiß, da steht jetzt ein Auto, wo ist die nächste Ladesäule? Weil sie sind ja doch noch sehr spärlich gesät, die Ladesäulen. Ja, man muss sie noch suchen. Wie die Ostereier heute, muss man noch manchmal Ladesäulen suchen. Die tauchen nicht einfach auf dem Weg auf. Beziehungsweise man erkennt die auch nicht. Sehen ja alle unterschiedlich aus, unterschiedlich ausgeschildert. Gar nicht ausgeschildert. Der Weg dahin ist gar nicht ausgeschildert. Vielleicht gerade mal an einer Autobahnraststätte. Ja, Mama, wir hatten ja zwei Fehler eigentlich beim Kauf der Zoe gemacht. Was ärgert dich, was wir in der Zoe hätten eigentlich als Ausstattungsmerkmal mitkaufen müssen? Eine Sitzheizung. Die ist sowas von schön, denn... Also die haben wir nicht und das nachträgliche Einbauen, das kommt viel zu teuer, das wollten wir nicht. Und somit warten wir auf das nächste Elektroauto. Und da kommt unbedingt eine Sitzheizung drin. Und für dich auch hinten. Ja. Ja, und dann haben wir ja noch einen Fehler gemacht. Wir haben die Zoe ja geleast. Und was war da noch ein Fehler, den wir da hätten anders machen müssen? Da wir eigentlich normal Autos kaufen und jetzt mal ausnahmsweise geleast haben. Die ausnahmsweise geleast und da gefällt mir nicht, dass die Kilometerzahl begrenzt ist. Denn für mich ist das Autofahren in einem Elektroauto totale Erholung. Und ich würde mal ganz gerne zu meiner Freundin nach Rheine fahren und zu meiner Freundin nach Hauenhorst und so. Aber dafür... reicht eben die Kilometerzahl nicht aus. Beziehungsweise, sie reicht schon. Man muss da kann es ja nachbezahlen, aber man ist gehandicapt. Wir sind ja jetzt, wir haben es aber geschafft. Ja. Dank Ausgangssperre haben wir uns ein paar Kilometer gut gespart. Wir haben jetzt Pass. Wir sind ja Pass. Ja, wir sind ganz genau Pass. Eigentlich Punktlandung haben wir hingekriegt. Aber das muss ich auch sagen. Mit sehr viel Mühe. Ja, mit sehr viel Mühe. Also, weil wir haben alle Rücksicht genommen. Nein, wir fahren nicht so viel. Wir müssen sehen, dass wir runterkommen. Denn im Anfang hatte ich meinen Partner im Krankenhaus und musste den jeden Tag nach Lingen besuchen. Und das war sehr viel Kilometer. Ja, da waren ziemlich Kilometer drauf. Ja. Und das hatte ich mir eigentlich auch, wir hatten es ja vorher durchgerechnet. Ja. Und irgendwie auch nicht so vorgestellt. Stellt. Und ich glaube, auch die Nachentlohnung der Kilometer ist auch eigentlich nicht unser Problem, aber man will es ja nicht. Man hat sich ja das irgendwie so gemacht. So gemacht will aber lassen. Kauft nie ein Elektroauto mit Kilometerbegrenzung. Nein. Niemals. Jetzt war sie ja bei der Wartung und da habt ihr ja auch, glaube ich, die neue Zoe euch angeguckt. Ja. Und wie sieht sie aus? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wir haben ja leider keine Bilder mitgebracht. Nee, aber Design, also vom Ganzen war das ganz toll. Also. Na, die nächste Zoe kommt dann in drei Jahren. Ja, in drei Jahren kommt die nächste. Also Zoe ist sehr schön und mir gefällt es einfach gut. Ich muss wirklich sagen, es gefällt mir sehr gut. Und ich war selber mit bei der Wartung und der Verkäufer, der war sowas von nett, der hat sich so dran erinnert. Na, sagt er, wie ist das Fahren denn? Ich sag, wissen Sie was? Meine ganze Angst war alles umsonst. Ich fahre so gerne, ich bin noch nie so gerne Auto gefahren wie mit diesem Auto. Also bist ja schon immer flott gefahren. Flott, ja, bin ich. Und ich fahre auch sehr oft mal ohne Eco-Motor, weil mir das besser gefällt. Aber ich sag mal so, ich fahre da unheimlich gerne mit. Also ich möchte jeden Tag am liebsten damit fahren. Bloß, wie gesagt, wir haben ja Rücksicht genommen auf die Kilometerzahl. Ja, mal gucken, ob wir es nächstes Jahr auch noch machen. Das kommende Jahr. Ja. Dass wir da mal die Kilometer raushauen. Gucken, wie uns das gefällt. Ob wir doch dann sagen, egal. Egal, wir bezahlen nach. Also irgendwie. Mal gucken. Ich glaube, im Nachhinein sagst du, es war die richtige Entscheidung, dir einfach den alten Wagen wegzunehmen und dich in das neue Auto zu setzen. Also ich würde sagen, bei diesem Auto sieht es so aus, man ist viel umweltbewusster. Im Allgemeinen. Im Allgemeinen so. Ja, von der Natur, also vom, ich weiß nicht, ganz mal. Aber die Lithium-Diskussion hast du ja auch mitgekriegt, dass viele ja sagen, das ist umweltschädliche Elektroauto. Ja. Was sagst du denn dazu?
Ja, die begegnest du so gar nicht, ne? Nee, da rede ich gar nicht. Ich rede eigentlich nur mit Leuten, die auch begeistert sind. Ja, in den Ladesäulen triffst du ja wohl noch manchmal welche. Treff ich manchmal welche und dann bin ich auch mal bereit, mal eine Probefahrt zu machen. Und ich muss sagen, ich habe schon jemanden getroffen und der war so begeistert und der hat wirklich sich ein Elektroauto gekauft. Also wenn das dich wohl ein Botschafter der Elektromobilität ist, ich weiß ich nicht. Ich bin extra ausgestiegen, der hat an eine Scheibe geklopft, oh, Sie fahren Elektroauto, ja, und so, haben Sie Interesse? Sagte ich und dann bin ich extra ausgestiegen. So, bin mit dem Mann gefahren und der hat sich ein Elektroauto gekauft. Ja, das ist ja cool. Ja, ganz toll ist das. Also mir gefällt es. Du findest ja die Zoe auch sowieso schön mit der Sitzhöhe. Ja, mit allem. Weil sie doch ein bisschen flott aussieht. Flott und hübsch sieht sie aus. Und ich finde, der Einstieg ist schön. Nicht so ganz hoch, also genau passt. Genau passt. Ja, also ich sag mit der Zoe haben wir alles richtig gemacht. Alles. Zumindest für unser erstes Elektroauto. Ja. Und für dich, für den Umstieg, total super. Total. Die richtige Entscheidung. Total. Ein Jahr feiern wir. Und ich glaube, da schmeißen wir einfach den Grill drauf an. Und den Grill schmeißen wir an und trinken Eierlikör. Und trinken Eierlikör. Weil Ostern ist. Trinken wir Eierlikör. So, dann weiß ich ja, in meiner Community sind viele, die dich ja gerne mal sehen möchten und kennenlernen möchten. Und einfach, weil die dich so toll finden, wenn sie dann sehen und hören, wie du über die Zoe schwärmst. Das ist. Aber so Community-Treffen sind ja noch nicht. Aber vielleicht lade ich ja mal einige ein und dann gesellst du dich dazu. Und dann philosophieren wir mal über Autofahren ganz normal. Und eben, dass das ein richtiger Schritt für dich auch dann war. Also ganz toll. Ganz toll. Und nicht nur, ich brauche mich gar nicht anstrengen, ich bin nicht nur begeistert, weil ich begeistert sein sollte. Ich bin es von ganzem Herzen. Ich bin total für ein Elektroauto. Ist doch wirklich wahr. Ja, das stimmt. Ich bin so. Du hast dich so gesträubt. Und so gesträubt, ich habe geheult und habe gebetet. Und habe unsere Kinder gesagt, wenn ihr eure Mutter retten wollt, dann redet Eva das Elektroauto aus. Und sie hat sich durchgesetzt und Gott sei Dank. Ja, es war, glaube ich, auch ganz gut. Einen ganzen Tag das Auto als Probefahrt hatten wir das ja geholt. Ja. Stand hier auf dem Hof. Ja, und ich bin damit gefahren und vom ersten Fahren war ich begeistert. Ja. Ich war vom ersten Fahren begeistert, weil es so schön leise war und angenehm im Einstieg und so und alles. Und da habe ich ganz toll fand ich es da schon, aber ich muss ja auch sagen, die Zoe hat nicht so viel Computerschnickschnack. Das ist wirklich für jemand, der nicht so technisch affin ist, recht einfach in der Bedienung. Du hast nicht wirklich viele Knöpfe. Einige würden jetzt sagen, ja, aber das muss doch alles wohl auch mit drin sein. Aber für dich ist es genau ausreichend. Die Lüftung hat 2 Knöpfe. Ja. Wobei die sind jetzt wirklich schwierig. So. Toll. Und dann vor allen Dingen, was ich auch sehr schön ist, die Musik. Ja. Die Musik. Da ist so ein Schlagersender. Ich höre gerne Schlager. Und das ist so eine Entspannung, wenn ich damit fahre. Ich bin immer traurig, wenn ich am Ziel bin und kann nicht weiterfahren. Ja, ist wirklich. Ja, aber du hast ja immer noch das Glück, man muss ja noch wieder zurückfahren. Ja, und das ist schön. Ich freue mich richtig darauf. Ich freue mich auch, dass dir das so toll gefallen hat, weil dadurch weiß ich. Ja, genau. Richtig gemacht, weil ich wollte ja unbedingt das Elektroauto haben. Ja. Und das nächste steht ja vor der Tür praktisch fast. Ja. Soll ja kommen, dann sind wir ja komplett elektrisch und gleich fährst du dann ja auch da mal mit. Er ist ja größer, du bist auch mutiger in solchen Sachen. Ja, ich bin mutiger geworden. Also ich bin wirklich irgendwie, weiß ich nicht, was es ist in mir. Es ist so eine Wende gekommen. Ja. So eine Wende in puncto Autofahren. Ich fahre so gerne Auto. Also ich hatte ja schon ein bisschen zuletzt nicht mehr so gerne, fuhr ich irgendwie. Aber jetzt fahre ich gerne, jetzt kann mir keine Strecke zu weit sein und nichts kann mich hindern. Ja, manchmal ist es ja sogar so, dass du einfach nur fahren willst. Einfach mal um den Pudel und dann einfach, über den großen Pudel. Ja. Einfach nur um zu fahren. Um zu fahren. Ja, ist ja schön. Ist vor allen Dingen ja auch Fahrpraxis. Ja. Ist deutlich sicherer als manche Senioren, die ich sonst noch unterwegs kenne. Ja, wirklich. Die praktisch, du fährst ja auch noch weite Strecken, wenn man hört, Rheine, Auenhorst, das Autobahn ist jetzt eher weniger, aber du würdest dir die auch zutrauen. Das würde ich. Und aber von daher
nur wenn ich es müsste. Wollen wir mal sagen, wenn jemand, wenn unsere Tochter jetzt in Bremen im Krankenhaus wäre und die müsste zurückgeholt werden, dann würde ich auch nach Bremen fahren, also nach Hamburg und überall würde ich hinfahren. Also ich... Gut, ja, Glück. Ja, da hast du Glück. Also ich sag mal, ich würde Soltau, Bad Rothenfelde sowieso, ja, da fahre ich ja auch wohl so hin. Aber Osnabrück und überall. Ich würde einfach gerne fahren, weil ich fühle mich da sicher drin. Ja. Das ist wirklich wahr. Ja, schön. Ein Jahr hohe Geburtstag. Ja, und wir feiern das. Heute Abend wird gegrillt und Eierlikör getrunken. Genau. Ja, das war's eigentlich von uns beiden. Ja. Wir wollten euch nur mal das Fazit so nach einem Jahr berichten. Und bis dahin, denke ich, werden noch einige weitere Fahrten kommen und Kilometer, die meine Mutter drauf fährt und auch Erfahrungen. Also das wollte ich noch eben sagen. Der Sohn von meiner Tochter, der fährt so gerne die Zoe. Ja, auch er sagt, er fährt lieber mit der Zoe oder lieber elektrisch. Wir haben ja noch den Plug-in, auch da mit der elektrisch. Das muss anderes Fahren sein. Ich kann es nicht erklären, es ist anders. Das ist ganz anders. Das ist ganz anders und ganz toll. Und er selbst sagt das, also ist Anfänger. Ja. Er sagt es und er fährt auch schön. Das stimmt. Er fährt sehr schön damit. Ja, mit der Zoe ja sowieso. Sowieso. Das ist also, ein schönes Auto, ne? Ja, doch. Er muss aber noch ein bisschen Geld sparen, bis er dann auch ein eigenes bekommt. Mal gucken, was es wird. Haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier jetzt Schluss. Der Grill wartet, der Eierlikör muss kaltgestellt werden und wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Alles klar. Tschüss. Tschüss. If ever I had a feeling